Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Set und zwar von Sluban mal wieder. Schon ein bisschen länger her, glaube ich, seitdem ich Sluban gebaut habe. Ein Polizeiwagen aus der Police-Serie von Sluban. Ein Hund, ein Polizist, ein Auto oder ein Polizeiauto. M38 B0639, 78 Teile ab 6 Jahre, das sind sie eigentlich immer. Auf der Rückseite haben wir einfach ein paar Fotos, 11 cm lang soll er sein, 1 zu 1 Figur, ein paar andere Sets, die es noch gibt. Aufmachung von den Bildern her, eigentlich ganz schick geschaltet, so mit zum Strand und der Stadt da im Hintergrund. Auf den Seiten auch nur noch mal ein, zwei Fotos. Hier die typischen Warnungen, dass das von Century UV Toys Co. Ltd. ist. Das ist der Hersteller. Ja, gut. Und hier unten noch mal, dass das kleine Teile und für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet ist. Ich würde sagen, wir machen es einmal auf und gucken rein. Jo, die 78 Teile werden schon nicht so viel Platz wegnehmen. Na, das geht ja mal wieder so auf, dass man sagen kann, der Karton bleibt ja richtig gut heil. So. Okay. Wir haben ein paar Aufkleber. Eine Tüte. Und das war's. Wir haben Wärmeblättchen mit Sets. Und hier haben wir die Aufbauanleitung. Ein Faltblatt mit 14 Schritten. Also nicht sehr aufwendig. Sagen wir mal so, das alte wird immer ausgegelbt hier im Grunde genommen, also ausgegraut und das neue ist dann zu sehen. 14 Schritte, das sind dann so 3, 4 Unterbrechungen. Ich verteile einmal die Teile, baue schon mal die ersten 3 Schritte zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. So, Schritt 3 haben wir gebaut. Ja, das sind die Teile, mehr ist es nicht. Scheibe, gucken wir mal, bisschen angekratzt, die war mit drin, aber es hält sich noch in Grenzen, aber so etwas kleine Kratzer. Dann noch eine zweite Scheibe. Ja, so ein bräunlicher Ton. Den Hund haben wir zusammengebaut. Aufdruck, Police, mit dem Polizeiabzeichen. Der Kopf ist beweglich. Ja, ganz witzig gemacht. Finde ich. Das Tank ist eben hier. Na, kriegt man das jetzt noch ab? Hier ist eine Noppe drauf und dann ist das einfach nur draufgesteckt und dann haben wir noch das Teil angefangen. Ja, eine 2x10er da unten, 2x4er, 2x4er, 4x4. Dann schon ein paar Schrägteile draufgebaut. Klemmkraft ist gut, also bis jetzt vernünftige Qualität. Und ja, machen wir weiter. So, Schritt 6 ist erreicht. Ja, schon wieder ein bisschen vorangekommen. Wir haben hier noch eine zweite 2x10er dazwischen geschraubt. Hier kann man das vielleicht so ein bisschen sehen. Als Stabilisierung. Dann haben wir hier die Kotflügelteile. Sowas hier. Da kann man das sehen. Mit meiner Hand davor. Rangemacht. Hier auch nochmal einen weißen mit zwei schwarzen schräg. Und damit das hier in den Kotflügel reinpasst. Hier vorne das noch. Steuerrad, drehbar. Und hier, ja, so ein. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, aber ihr wisst schon. Ja, das war's im Grunde genommen. Das ist dann auch ungefähr die Größe von dem Auto. Kann man dann schon mal abschätzen, ne? Weiter geht's. So, Schritt 9 ist erreicht und wir haben die Front zusammengebaut. Ja, die Steine sind alle so ein klein bisschen, obwohl sie im Karton waren, ab und zu verschrammt. Ja, mit zwei Lampen, Kühlergrill, Stoßstange, Rückseite, zwei Rücklampen. Oder Rücklichter, Stoßstange, Nummernschild. Aber das haben wir, glaube ich, gar nicht zum Aufkleben. Das ist auch keine bedruckte Fliese. Oder habe ich das falsch genommen? Nein. Da haben wir, ist nichts bedruckt. Dann haben wir hier noch ein bisschen was rübergebaut, damit die Kotflügel halten. Das gleiche dann auch hier. Ja, das war es im Grunde genommen. Ist stabil, bis auf. Ja, hier gehen sie noch ab. Aber da kommt ja noch die Motorhaube drüber. Und dann dürfte das auch halten. Okay. Weiter geht's. So, Schritt 11 ist erreicht. Kleine Brechen da schon, weil hier ist die Motorhaube draufgesetzt. Der eine Aufkleber drauf. Er ist nicht ganz in der Mitte. Ich kriege das immer nicht so hin. Die habe ich dagegen ganz gut hingekriegt, glaube ich. Die beiden Aufkleber. Schade, dass man das nicht bedruckt hat. Na, also, weil wir haben ja irgendwas anderes, war doch hier auch schon eben bedruckt. Oder täusche ich mich da? Der Hund, ja, genau. Das hat man ja auch bedruckt bekommen. Warum nicht das und das und das? Aber gut.
Ja, das dann immer so gerade hinzukriegen auf so einer Fläche. Jetzt habe ich es ein bisschen schief, aber gut, ist so, lässt sich nicht ändern. Jetzt kommen die letzten Schritte und dann ist es auch fertig. Würde ich jetzt auch durchbauen, weil es sind nur noch drei. Und dann bis gleich, dann sehen wir uns das Endergebnis an. So, und er ist fertig. Ja, was haben wir noch getan? Die Scheiben noch drauf. Irgendwie sind sie ja doch ein bisschen milchig, ne? Zerkratzt milchig. Das Dach drauf, das war's. Fahren tut er. Dann haben wir den Polizisten gebaut. Schöner Druck. Rückseite nicht bedruckt. Handschellen in der Hand. Ein Gesicht. So. Hut hält auch. Alles okay soweit. Wollen wir mal gucken, ob er reinpasst ins Auto. Noch eine Aufnahme hat er ja. Schauen wir mal. Das Dach kann man einigermaßen abnehmen, wie ihr seht. Na gut, jetzt habe ich die Frontscheibe mit abgenommen. Das ist mir egal. Arme hoch. So. Okay, er sitzt. Oberkörper gerade. Und ja, wird jetzt reingehen. Können wir das, den Hund damit rein? Nee. Mann, das soll ja die Hundestaffel sein. Wäre doch witzig, wenn er aus dem Fenster gucken könnte, aber das geht nicht. So. So. Ja, das passt. Also reinsetzen kann man ihn auf jeden Fall. Wir haben ein paar Teile übrig behalten. Ups, jetzt habe ich den Hund überfahren. Ja, bei dem kleinen Set haben wir insgesamt, sagen wir mal so, ja, 5, 6 und eine Hand übrig. Also, oh, das war's. Mehr gibt es zu dem Set nicht zu sagen. Link, wie gesagt, packe ich euch unten rein. Ein paar Fotos findet ihr unten auch noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es nur ein kleines Set war. Und dann bis dann. Über einen Daumen hoch, Abo, Kommentar würde ich mich freuen, wie gesagt. Tschüss!